Es ist Samstagabend, es ist Radiozeit. Hier ist Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Ganz genau. Corona, da sind wir schon beim Thema. Ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich kann es echt nicht mehr hören. Corona, überall, wo du hinguckst und überall, wo du hinhörst. Und wenn wir noch ein bisschen länger zu Hause rumsitzen, dann sind wir bald alle Gammelfleisch. Gammelfleisch von der Heldmaschine. Ja, Leute, das war Gammelfleisch. Ihr seht, Corona macht langsam ein bisschen crazy im Kopf. Aber was soll ich sagen?
muss ja weitergehen irgendwie. Und weiter geht's mit einer Band, die hatten wir 2015 mit auf der Lügentour dabei. Die Rede ist von Jovian Spin. Und die haben einen Song gemacht mit dem René zusammen. Also hier kommt Jovian Spin featuring René Anlauf und Lust. Deine Worte sind mir fremd. Trolle Lust, die in mir brennt. Das war Jovian Spin featuring René Anlauf. Da ist er. Auf dem schönen Heldmaschine 20 Euro, Dollar, sucht's euch aus, Pfund, Schein. Jovian Spin featuring René Anlauf. Ganz genau. 2017, da waren wir auf dem Wacken Open Air. Da kann ich mich extrem gut dran erinnern, weil erstens war das einer unserer größten Gigs, die wir jemals spielen durften. Aber auch einer der anstrengendsten, muss ich sagen. Denn wir mussten damals unser komplettes Equipment vom Zentralparkplatz zur Bühne schaffen. Einfach, weil es keine Zufahrt gab. Und ihr wisst ja, Wacken ist ja immer eine sehr schlammige Angelegenheit, ja.
Wacken ohne Schlamm ist eigentlich kein Wacken. Und um zu dieser Bühne zu kommen, wie gesagt, mussten wir das ganze Equipment durch den Schlamm robben. Das war gefühlt ein Kilometer. Und das hat auch echt 3 Stunden gedauert, bis wir den Kram an der Bühne hatten. Aber wir wussten das ja vorher und waren gut gerüstet. Und wie? Das zeige ich euch jetzt. So, die Heldmaschine auf dem Weg zum Obi. Damit wir uns hier richtig rüsten können fürs Wacken Open Air. Kommt mal mit. Auf der Bühne mit Gummistiefeln von Obi. Ganz genau, so war das damals. Gewappnet mit supergeilen Gummistiefeln sind wir da quasi an der Bühne angekommen. Und da hat eine Band gespielt, die fand ich sehr, sehr cool. Das war die Band Johnny Death Shadow. Und ich habe mir für euch aus dem Album Bleed With Me den Song Shadow ausgesucht. Viel Spaß. We'll be right back.
Johnny Death Shadow. Ein Wunsch. Von letzter Radioshow. Das war die Nummer 5. Genau. Da wollte jemand eine Band hören. Die waren auch mit uns auf Tour. Die Rede ist von Aranea. Und das war auf der Himmelskörper-Tour 2017. Da waren die Special Guest und gewünscht wurde der Song Nothing Left. Hier kommt er. You hold me up to break me down. Nothing's left but a memory. Hold me up to break me down. Nothing's left but a memory. Näher, Freunde, ich komme zu einer Band, die hatten wir 2018 bei unserer Nacht der Helden mit dabei. Das war die Band Stahlmann. Und kennengelernt haben wir uns aber viel, viel früher schon, nämlich 2013 war das. Da hat René den Maat auf einem Festival kennengelernt
Und ich habe mal ein bisschen im Archiv gekramt bei uns und habe ein ganz altes Foto gefunden für euch. Und das zeige ich euch jetzt. Das waren auf jeden Fall lustige Zeiten. Und ihr habt es gesehen, der René ist dann auch gleich silber angemalt worden. ja, Stahlmann. Ich spiele aus dem Album CO2 für euch den Song Wenn Engel tanzen. Stahlmann, ihr hört Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Ganz genau. Wir sind jetzt schon bei der Folge 6. Krass, ey. 6 Wochen sind das jetzt schon, die wir zu Hause sitzen. Und ja, da werden Freunde immer wichtiger, finde ich. Und ich habe den perfekten Song über Freundschaft für euch. Hier kommt von uns für euch Dünnes Eis. Yeah.
Wir schreiben das Jahr 2016. Da waren wir mit Megaherz auf Erdwärtstour. Und da haben wir eine Band kennengelernt, die sollte uns noch lange verfolgen. Und wie so viele Männerfreundschaften begann alles mit sehr, sehr viel Alkohol. Es wurde quasi das Einhorn-Pipi erfunden. Und es gab auch selbstgebrannten Slivovitz zu trinken. Aber schaut doch einfach selbst. Das ist Einhorn-Pipi, habe ich gerade gelernt. Ist aber lecker, das Einhorn-Pipi. Der Dejan ist der Held des Abends. Der hat selbst gebrannten Slivovitz mitgebracht. Ich habe die Hälfte schon weg. Wir trinken gerade sehr gemütlich mit unseren Freunden von Erdlingen. Die immer noch nicht getrunken haben. Die immer noch nicht sich getraut haben, mal dran zu nippen. Ich würde zwei draus machen bei dir. Ja, guck, ich würde zwei draus machen, ja? Aber ich habe die Hälfte schon weg. Ja, zwei. Und bei dir ist es eigentlich einer. Genau. Der, jetzt so erzähl doch mal, was das ist. Ja, meine Freunde, das ist Slivovitz, selbstgebrannter. Ey, bist du irre? Nein, kannst du es auch nirgends verkaufen, ist die beste Qualität überhaupt. Schaut mal an, die Heldmaschine, wir scheißen hier. Was ist denn los? Eben hast du gesehen, da war nur die Hälfte drin. Ich habe schon die Hälfte gesoffen. Der schüttet mir jetzt seinen ganzen Scheiß da rein. Aha. Weißt du? Und der kommt aus Serbien. Ja. Ganz genau. Und nicht nur Slivovitz und Einhorn-Pippi, sondern auch Pfefferschnaps. Das zeige ich euch jetzt. Trink jetzt. Prost. Vielen Dank. Wohl sein. Ja, so ist das Ganze entstanden damals und weil das so lustig war mit den Jungs, haben wir sie 2019 dann zur Nacht der Helden wieder eingeladen und die Jungs haben ein neues Album am Start und daraus gibt es jetzt den Song Am Heiligen Hain. Viel Spaß. Die Sonne sagt es nicht, scheint nur stetig ins Gesicht. Glühend heiß, ihr grelles Licht, brennt ins Erdreich, ihr Gedicht. Und die Sonne sagt es nicht, ins erfrorene Herz sie sticht. Tief im Meer zerbricht ihr Licht, reflektiert in jeder Kicht.
Maschinenfunk, die Radioshow, immer noch. Cool, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr im Chat dabei seid. Ich habe eine Band für euch, die habe ich schon mal vorgestellt. Das war ein Zufallsprodukt, die habe ich per Zufall bei YouTube empfohlen bekommen. Ihr wisst, glaube ich, schon, von wem ich rede, nämlich von Aesthetic Perfection. Und von denen habe ich einen Song, der heißt Love Like Lies.
Aesthetic Perfection, Freunde. Ja, ihr wisst ja Bescheid, seit Montag gibt's die Maskenpflicht. Und wir haben es ja schon angekündigt bei Facebook, ab sofort gibt es Masken von uns. Ab sofort heißt, ihr könnt die jetzt vorbestellen. Und das sind nicht nur einfach irgendwelche Masken, nein, sie sind auch wiederverwendbar, weil die sind aus 100% Baumwolle und mit 60 Grad waschbar. Ganz genau. Ich werde sie auf jeden Fall als Motorradhalstuch verwenden. Das steht schon mal fest, wenn der ganze Corona-Scheiß rum ist. Und das finde ich auch cool dran. Man kann sie eben auch für andere Sachen verwenden. Eben nicht nur als Mundschutzmaske, sondern auch als Schal oder Accessoire. Ne? Oder bindet sie euch, keine Ahnung, um den Arm, ums Bein, was auch immer. Und die gibt es bei MAM. Ab sofort kann man die vorbestellen und in circa 3 Wochen sind die lieferbar. Also zieht sie euch rein, holt sie euch, sehen auf jeden Fall cool aus. Das zeige ich euch jetzt. Genau, und weil Maskenpflicht besteht, gibt's für euch jetzt den passenden Song dazu, nämlich von uns Maskenschlag. Maskenpflicht.
Maskenschlacht, ihr Lieben. Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Ich komme nochmal zurück zum Wacken Open Air 2017. Da habe ich nicht nur Johnny Death Shadow das erste Mal gehört, sondern noch eine Band. Und die sollte ich später auf dem Mera Luna nochmal hören. Die Rede ist von Null Positiv. Ich finde es eine der geilsten Neuentdeckungen überhaupt. Für mich zumindest. Und deswegen habe ich einen Song für euch aufgelegt von der Band Null Positiv. Die waren übrigens mit unseren Freunden von Tanzwut auf Tour vor kurzem. Und der Song heißt Turm der Angst. Viel Spaß. Thank you.
Themawechsel vom Turm der Angst zu Sex. Ein Wunsch von der letzten Radioshow kam aus England und gewünscht wurde der Song Sexschuss von der Heldmaschine. Viel Spaß. Sexschuss, Leute. Eine Band, die einen Remix zu Sexschuss gemacht haben, die habe ich jetzt auffliegen. Die haben nicht nur den Remix gemacht, sondern spielen auch auf der Nacht der Helden Summer Special im August 2020. So Corona will und das Ganze stattfindet. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, ob wir es durchführen dürfen. Aber kommen wir erstmal zu der Band. Die Rede ist von Lord of the Lost, Leute. Hier ist für euch
Drag Me to Hell. You lie, you give me strength to face the daily dirt. You fill my hollow heart with fakes of worth. You lie, you let me know I cannot break the spell. The more I reach out for heaven, the more you drag me to hell. This love eviscerates, still I am in your thrall. Sleep offers no escape, I feel temptation call. Repulsed by my own mind, obsession craves respect. To justify the time, when all the pain can make sense to me. You can't be what you're not. The more I reach out for heaven, the more you drag me to hell. Lord of the Lost, Drag Me to Hell. Ja, wir kommen schon wieder zum Schluss, Leute. Die Zeit rennt und wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitchatten. Ist immer wieder cool, den Samstag mit euch zu verbringen. Bleibt gesund, auf jeden Fall. Ihr wisst, wir stehen das mit euch durch, auf alle Fälle. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns wieder live begegnen da draußen bei irgendwelchen Konzerten und uns wiedersehen. Ihr wisst, Abmoderation ist immer derselbe Song, aber heute in einer speziellen Version. Und deswegen sage ich, Leute, denkt dran, es geht immer irgendwie weiter. Ciao, bis zum nächsten Mal. Weiter! We'll be right back.
des Grolls auf seinen Schultern. Doch hat die Jagd nicht mal begonnen. Der Waffenknecht ist vollgepackt und stolpernd er versucht zu folgen. Wie so früh wagt er zu sprechen, entscheidet aus dem Hinterland. So muss er nun Versprechen brechen. Ganz nah am Munde bleibt die Hand. Weiter und aus dem Nebel schießt der Reiter weiter. Weiter! Und aus dem Nebel schießt er